Was geht, Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Sessi fragt nach und zu einer neuen Folge, wie kann man sich das leisten? Heute bin ich mal nicht in der Schweiz unterwegs, es geht nach Stuttgart. Nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug. Habe mir das 9-Euro-Ticket gegönnt und wollte es einfach mal austesten, weil es natürlich auch günstiger ist. Dauert ungefähr 3,5 Stunden und da gibt es dann heute ein krasses Auto, nämlich einen Porsche Taycan. Heute mal kein Verbrenner, sondern ein pures Elektrofahrzeug. Seid mal gespannt auf das Auto. Ich bin jetzt auch gespannt auf die Zugfahrt. Man hört hier gerade nur Schlechtes, dass sie auch mega voll sein soll, die Bahn. Aber ich komme von A nach B, relativ günstig. Kann jetzt bis nach Stuttgart fahren von Basel aus. Und zurück. Ja, was macht das jetzt eigentlich alles für seine Community? Fährt extra nach Stuttgart, nimmt den ganzen Tag in Kauf, der verloren geht. Aber das mache ich gerne für euch. Ich laufe jetzt mal gleich zum Bahnhof. Mein Zug kommt gegen 9 Uhr. Dann düse ich mal los. Wenn ich dort angekommen bin, gibt es noch ein kleines Feedback, wie alles gelaufen ist. Also bis dann. So, Freunde, bin jetzt in Singen angekommen am Bahnhof. Die Bahnen sind schon relativ voll, aber es ist noch okay. Jetzt muss ich hier umsteigen und dann fahre ich direkt nach Stuttgart. Leute, man sieht hier echt strange Leute. Kommen sogar Leute in den Zug mit irgendwelchen Mülltonnen, wo Kleider drin sind. Keine Ahnung. Es hat nicht mehr für den Koffer gereicht. Dann nimmt man also Mülltonnen und macht dort die Klamotten rein. Ist wirklich sehr eigenartig, mit der Bahn unterwegs zu sein. Sehr ungewohnt. Freunde, ich habe es endlich geschafft. Es hat 7,5 Stunden gedauert, die Fahrt. Und ich bin fix und fertig. Also, 9-Euro-Ticket könnt ihr in die Tonne klopfen. Ich glaube, das wird jetzt immer so sein, wenn man Bahn fährt. 7,5 Stunden statt 3,5 Stunden. Müsst ihr euch mal vorstellen. Der Zug ist ausgefallen, dann mussten wir abgeschleppt werden. Da musst du mir umsteigen, hin und her. Das war ein Akt gerade. Wenn ihr könnt, nehmt das Auto, zahlt drauf und fertig. Naja, was soll's, ich will jetzt nicht rummeckern. Ich treffe jetzt gleich den Jungen, muss den erstmal suchen. Und dann drehen wir das Video. Also, es gibt jetzt erstmal einen Carport und dann das Interview. Ciao. Liebe Freunde, wir haben jetzt ein Plätzchen gefunden. Da drehen wir das Interview natürlich. Der Carbon hat euch hoffentlich gefallen. Und der wartet jetzt schon auf mich am Auto. Da steht der junge Mann schon. So, du weißt ja, wie es läuft? Ja, kurze Vorstellung. Ich bin der Benni, bin 23 Jahre, komme aus dem Landkreis Kulmbach. Und jetzt haben wir uns hier in Stuttgart getroffen, um mal hier den schönen Taycan mal zu präsentieren und eure Fragen dazu zu beantworten. Ja. Und das ist das gute Stück, wie ihr seht. Ich zeige den Wagen nochmal, damit ihr kurz seht. Ihr habt ihn schon im Carport gesehen. Genau, also ist der Taycan Basismodell. Ja. Also die niedrigste Ausführung sozusagen, aber ausgestattet mit der Performance Batterie Plus. Okay. Also hat nochmal ein extra an Leistung. Ja. Nochmal größere Batterie, mehr Reichweite. Also was eigentlich auch sehr wichtig ist bei so einem Auto. Mhm. Was mir jetzt halt auch beim ganzen Spec eigentlich wichtig war, dass möglichst viele Ausstattungsoptionen dazukommen, wo halt dazu führen, dass du möglichst viel Reichweite hast, möglichst schnelle Ladezeiten. Du hast jetzt extra den ganzen Weg für mich gemacht, von Bayern aus bis hierhin. Genau. Leute, ich muss auch dazu sagen, es war halt fair von ihm, mir entgegenzukommen. Genau, wir haben uns in der Mitte getroffen. Wir haben uns in der Mitte getroffen. Dann haben wir beide. Ich habe leider 7,5 Stunden heute gebraucht. Ja. Da kommt das jetzt ins Spiel wieder mit diesen 9 Euro. Ja. Du hast jetzt quasi wie viel gezahlt bis hierhin? Jetzt müsste ich mal rechnen. 300 Kilometer. Ein Weg. Einfach. 13 Euro. Sind 39 Euro. Okay. Sind wir bei 80 hin und zurück vielleicht. Doch so viel? Doch so viel. Ja. Ah, okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass du weniger angezahlt hast. Aber mit dem Benziner wäre es deutlich teurer. Ja, das auf jeden Fall. Also mit einem Porsche, wenn du als Benziner kommen würdest, mit den aktuellen Spritpreisen. Ja, also doppelt da, sicherlich. Ja, mehr als doch, Doppelte. Doch, das Doppelte bist du auf jeden Fall dabei. Okay. Da bin ich eigentlich relativ froh drum. Das ist dann bin ich ja mit 9 Euro gut weggekommen. Ja. Aber dafür bin ich 4 Stunden länger gefahren. Genau. Einige Zuschauer haben gefragt, was du erstmal für den Wagen gezahlt hast und wie du den jetzt finanziert hast. Wahrscheinlich immer so die meistgestellte Frage, wie viel sowas kostet. Ja. Auch unterhaltsmäßig. Also das Auto, also wie gesagt, das Basismodell, sind wir jetzt bei 85.000 Euro. Mhm.
Preis natürlich auch immer steigen. Also Porsche legt da immer die letzten Monate immer mal ein paar Euro drauf. Ja. Jetzt sind mittlerweile bei knapp über 86.000. Mhm. Und dann jetzt natürlich halt noch mit Ausstattung sind wir mit 20.000 mehr dabei. Also insgesamt so knapp 105.000 Euro sind es insgesamt. Auch stolze Summe. Ist eine stolze Summe. Ja. Muss ich aber ehrlich sagen, es sind bloß die äußerst wichtigen Sachen dabei, wo man es dann wirklich braucht, weil sonst ist da eigentlich keine Grenze gesetzt mit der Optionsliste, die man bei Porsche ankreuzen kann. Ja. Da kann man schon nochmal die 20.000 oder 30.000 mehr dalassen. Du hast ja schon auf ein paar Sachen verzichtet, das habe ich hier schon gemerkt drin. Genau. Sonst wäre er deutlich teurer geworden. Ja. Und das ist halt Porsche-like. Ja. Also ich kann mal die wichtigsten Optionen mal ansprechen, was ich mir damit ausgestattet habe. Das ist einmal, wie gesagt, die Performance Batterie Plus. Ja. Also mehr Reichweite, bessere Ladezeiten und auch ein Plus an Leistung. Also im Overboost hat das Auto 476 PS. Also das heißt mit Launch Control. Ja. Wenn ich die jetzt nicht habe, dann sind wir bei 381 PS. Mhm. Genau, jetzt mit der normalen Batterie wäre es dann 326 PS System, also Dauerleistung, je nachdem halt auch wie der Ladestand ist. Ja. Und 408 bei der Launch Control. Okay. Das war Aufpreis von, ich will nicht lügen, ich glaube so 5.800 Euro, glaube ich, so in dem Bereich, so zwischen 5.500 und 6.000 Euro. Okay. Genau, den Preis habe ich jetzt nicht in meinem Kopf. Was auch noch aufpreispflichtig, die Felgen. Das sind die Felgen vom Turbo, die habe ich mal ausgesucht. Das sind 20 Zoll Felgen. Haben wir hinten 2,85er, 2,45er vorne. Ach, das sind gar nicht die Standardfelgen, die drauf wären? Nee, es sind nicht die Standardfelgen. Standardfelgen wären 19 Zoll. Ah, okay. Die haben mir ehrlich gesagt optisch nicht so gut gefallen. Glaube ich, Da habe ich jetzt da mal einen Aufpreis genommen. Ja. Haben wir auch, wie man hier sieht, halt geschlossen. Größtenteils halt auch für den Luftstrom. Das ist halt auch trotzdem nochmal ein Plus an Reichweite gibt, macht tatsächlich auch relativ viel aus. Mhm. Ich habe jetzt mal geschaut mit anderen Felgen, mit dieser Mission E-Felge mit 21 Zoll, falls ihr euch was sagt, vom Mission E-Konzept eigentlich so abgeleitet, da wären wir jetzt, glaube ich, mit 20, 30 Kilometer oder so weniger Reichweite mit der anderen Felge dabei. Genau, deswegen habe ich die haben es ja schon angesprochen, dass Porsche nichts einfach aus Design macht, sondern immer eine Funktion dahinter steckt. Ja, ja. Und so wie du jetzt gesagt hast, genau. Da steckt natürlich was dahinter. Genau. Preis knapp 105.000. Genau. Was kostet Spaß im Monat? Also es ist ein Leasingfahrzeug. Gleich vorab, weil viele gefragt haben, ob gekauft, ob finanziert. Genau. Nee, ist ein Leasingfahrzeug. Ist auch Privatleasing. Also ich bin nicht selbstständig. Echt privat sogar? Da kommen wir dann später dazu, was ich beruflich mache. Ist ein Privatleasing. Mhm. War auch erst nicht so geplant, dass es ein Neuwagen wird. Ich habe das Auto gesehen, als Mietwagen dann auch gefahren. Ja. Und dann war entschieden, ich muss es eigentlich haben. Hab mal geschaut auf den Gebrauchtwagenmarkt. Ja. Hab dann was gesehen, was aber jetzt nicht hundertprozentig meinen Anforderungen entsprochen hat. Mhm. Oder halt, was ich mir jetzt unter dem Auto dann vorstelle. Okay. Und dann ist es tatsächlich Neuwagen geworden. Krass. Was ich jetzt halt auch nicht gedacht habe, dass möglich wäre, aber jetzt steht er da. Ja. Das ist jetzt über 3 Jahre. Mhm. Insgesamt 60.000 Kilometer, also 20.000 Kilometer im Jahr. Mhm. Und Anzahlung waren 27.500 Euro. Ah, doch so viel? Doch so viel und 666 Euro im Monat. Das ist noch überschaubar. Also für die meisten natürlich wäre es hoch. Es ist schon viel, darf man nicht vergessen, aber man bekommt halt auch dementsprechend viel dafür. Man muss ja dazu sagen, erstens mal, du hast die Benzinkosten nicht. Ja. Sparst enorm viel dadurch ein. Genau. Gerade bei den Preisen aktuell. Genau. Dann unterhaltstechnisch, denke ich, sind die jetzt auch nicht so teuer? Kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen. Ja. Also Kilometer, dass ein Service fällig wäre, habe ich noch nicht drauf. Also das wären 30.000 Kilometer oder 2 Jahre. Also je nachdem, was von beiden eher zutrifft. Ja. Da habe ich jetzt halt auch keine Zahlen, wie viel das kosten würde. Mhm. Ich glaube mal nicht so viel wie jetzt halt beim Verbrenner. Steuer gibt es keine auf E-Autos. Genau. 10 Jahre steuerfrei. Mhm. Und genau, die Versicherung haben wir halt. Ich bin unter 25, das heißt, die Versicherung greift gut zu. Also ich zahle 1.600 Euro Versicherung im Jahr. Okay. Genau, und jetzt hat kurz vor ein paar Wochen noch die Freundin mit einbegriffen. Da sind wir jetzt bei 1.800 Euro im Jahr. Die Schweizer würden jetzt drüber lachen natürlich. Weil das ist dann wieder was anderes. Bei euch schaut es anders Standard-Range aus. So bei Versicherung war auch meine Versicherung im Jahr für den AMG. Aber für deutsche Verhältnisse ist es natürlich viel, ist klar. Ja, das auf jeden ist nicht Fall. Wenig. Das auf jeden aber man Fall. Muss sagen, es ist ein Wagen, der über 105.000 kostet. Das darf man nicht vergessen. Ist immer noch ein Porsche. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Und du bist halt jung, Aber weißt du, was ist...
Wichtigste jetzt ist, dass wir jetzt endlich mal fahren. Ja, das. Wir sind vorhin zwar gefahren, aber wir konnten keine Performance testen. Ihr habt ja auch gefragt, ob wir Soundcheck machen können mit dem Auto. Wir probieren das jetzt mal. Beim Fahren hört man ihn schon, aber im Stand wollte er mir gerade mal was zeigen. Was hast du denn jetzt vor, Benni? Also das ist die Launch Control. Das ist eigentlich alles, was man jetzt hat an Sound. Hast du jetzt gerade schon was gemacht? Ja. Zeig es nochmal. Können wir gerne machen. Okay. Leute, ich weiß nicht, ob man es hört. Wenn man neben dran steht, hört man die Launch Control. Aber ja, es ist jetzt nicht wirklich weltbewegend. Wir machen das jetzt mal beim Fahren. Dann filme ich das nochmal. Ja, dann machen wir mal kurz einen Soundcheck mit einem Elektrofahrzeug. Das kommt, glaube ich, nicht so häufig vor. Aber in meinem Kanal schon. Und der hat ja auch einen Sound. Das klingt dann wie ein Raumschiff. Es ist witzig, wenn er an einem vorbeifährt. Das klingt echt wie ein Raumschiff. Das klingt so spacey. Ich mag dieses Geräusch total. Natürlich ist es nicht wie ein V8, V6. Zu geil. Ich hoffe, man hört es auf der Kamera. Schaut euch mal das Heck nochmal an. Ist das nicht geil? Mit diesen Rückleuchten. Jetzt sieht er richtig Porno aus mit dem Licht. Wir suchen uns jetzt mal eine Strecke, wo man ein bisschen fahren kann. Und wir reden dann noch über die restlichen Fragen, weil das sind einige dazugekommen. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Auto. Bis gleich. So, liebe Leute, jetzt sind wir wieder im Auto. Wir fahren jetzt mal mit dem Raumschiff. Genau, schauen wir mal. Das ist so spacey. Das ist der Sound, ja. Leute. Wirklich, als würde ein Raumschiff starten. Jetzt kommen wir mal direkt zu der nächsten Frage. Ja, sehr gerne. Warum ein Taycan? Warum Elektro? Und wieso kein Verbrenner? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein riesen Verbrenner-Fan. Dass es ein Elektroauto wird, war eigentlich nicht geplant. Mhm. Also ich mache viel so Städtereisen, schau mal sämtliche Automobilgeschichten in ganz Deutschland überall an, Museen und so weiter und nehme dann auch ab und zu mal einen Mietwagen. Und das war dann letztes Jahr in Stuttgart der Fall, dass ich dann einen Taycan als Mietwagen hatte, weil mich das Auto eh schon immer interessiert hat, also seitdem es halt auf dem Markt ist. Mhm. Und dann bin ich den gefahren. Also ich hatte davor auch noch keine Berührungspunkte irgendwie mit Elektroautos. Also es war auch das erste Mal, dass ich gefahren bin. Und mich hat es irgendwie gleich gepackt, überzeugt. Also viele sagen ja, es ist nicht emotional, Elektro und so weiter. Ich muss sagen, es ist was anderes. Also man kann es nicht vergleichen mit einem Verbrenner, mit den Emotionen. Aber irgendwie hat es auch was. Und dann habe ich gedacht, okay, du brauchst irgendwie sowas. Und dann habe ich auch direkt dann an dem Tag mal online geschaut, wie viel denn sowas kosten würde und habe mal bei Autoscout und so weiter oder bei Finder Porsche mal durchgeschaut, habe dann auch eins gefunden, ein Angebot, ein Porsche zu einem Vorzeichen. Jetzt sind wir mal Probe gefahren, das Auto. Es war aber jetzt nicht hundertprozentig, genau wie ich schon gesagt habe, was ich mir vorgestellt habe. Und dann wurde es dann tatsächlich ein Neuwagen, ja. Sorry, Leute, Frosch im Hals. So, jetzt bin ich wieder da. Emotionen, natürlich ist der Klang und so weiter, das Ansprechverhalten und so weiter von so einem Boxermotor oder wie auch immer, natürlich besonders. Aber bei Porsche, finde ich, ist es mehr als nur das Fahrerlebnis. Das ist das Lenkverhalten, die Präzision, wie das Auto auf der Straße liegt, die Verarbeitung, das alles ist irgendwie dann so ein Erlebnis. Und das führt, finde ich, auch mit zu den ganzen Emotionen bei. Du hast den Leuten gar nicht gesagt, was du eigentlich beruflich machst. Ach so, ja, genau. Das will ja auch immer jeder wissen. Das wollen die meisten wissen. Oder wir machen es so, wir machen es jetzt geheim. Wir lassen es offen und wir lassen mal die Leute raten, was du eigentlich beruflich machst. Das können wir natürlich auch gern machen. Und dann bin ich mal gespannt, was die Leute eigentlich so raten. Ja. Weil so dieses Zusammenspiel Elektro und dass es ein Öko ist, der sich halt in so einem Bereich auch schafft. Ja. Und das wäre dann auch mal ganz interessant, ob die Leute es erraten können. Das wäre interessant. Dann ratet mal schön und... Vielleicht kannst du ja so einen kleinen Indikator geben, der nicht ganz genau verrät, wo du arbeitest. Puh. Gesundheitsbranche? Punkt. Lass mal jetzt halt mal so Lass stehen. Mal so offen. Genau. Und ich bin auf eure Antworten gespannt. Schreibt das mal schön in die Kommentare. Gut, dann kommen wir zu der nächsten Frage. Die kriegt man sicher als Elektrofahrer öfters zu hören. Findest du es nicht mühsam,
immer laden zu müssen und geringe Reichweiten zu haben. Als ich jetzt noch kein Elektroauto hatte und das natürlich immer bloß von anderen so gehört habe, wie schlimm das sein muss und so weiter, habe ich das natürlich auch geglaubt. Aber jetzt, wo ich die ersten Berührungspunkte dann mit der E-Mobilität hatte, muss ich sagen, es geht eigentlich. Also es ist okay. Also ich habe ein gutes Netz da, wo ich herkomme, an Ladeinfrastruktur. Ja. Und da ist das, denke ich, machbar. Wie gesagt, im Auto ist jetzt ja die große Batterie verbaut. Ja. Also mit WLTP angegeben ist das, glaube ich, bis zu 505 Kilometer, was natürlich jetzt nicht realistisch ist. Genau. Realistisch, denke ich mal, bei warmen Temperaturen, das spielt ja auch immer eine Rolle, sind so 450 Kilometer und im Winter so 350, 400 Kilometer. Und das ist auch noch okay, finde ich. Das ist in Ordnung, vor allem wenn man sagt, also das Auto lädt hier mit einer Höchstleistung von 270 Kilowattstunden. Das heißt, also der Tank sozusagen, die Batterie, ist auch relativ schnell geladen. Also ich brauche so ungefähr 20 Minuten von 5% auf 80% und wenn ich das mache ich jede Woche einmal im Schnitt. Und das ist okay. Also ich bin gut, wenn wir gerade dabei sind, ja. Was kostet die volle Ladung? Das ist immer unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter. Ja. Also viele laden auch daheim. Also ich weiß nicht, sind auch die Strompreise immer so unterschiedlich. So genau. Zwischen 27 und 33 Cent pro Kilowattstunde wahrscheinlich zu Hause. Schnelllader ist auch unterschiedlich. Ich lade immer bei Ionity. Das ist eigentlich mit das teuerste, was es auf dem Markt gibt. Da bist du bei 79 Cent die Kilowattstunde. Das ist echt teuer. Aber da Porsche mit Eigentümer ist von der Firma, bekommt man beim Kauf jetzt halt vom Taycan oder beziehungsweise Leasing von Neuwagen oder halt auch bei den Gebrauchten eine Ladekarte von Porsche, wo es möglich ist, für 33 Cent, also wie beim Hausstrom sozusagen, zu laden. Gut, wenn man einen Vergleich macht mit Benzin, der fängt bei 2 Euro an pro Liter und bei dir pro Kilowattstunde, die du lädst, zahlst du dann 39 Cent. Ja, oder ja genau, also je nachdem halt, wie man ist. Also überlegt. Ist immer, sagen wir mal, grob überschlagen bei 25 Euro für einen Tank, wo du dann 400 Kilometer weit kommst. Leute, 25 Euro, 400 Kilometer, das müsst ihr erstmal schaffen. Ja. Wenn ich jetzt mit meinem Smart hierher gefahren wäre, bin ich ja nicht, bin mit dem Zug gekommen, aber hätte ich das gemacht, hin und zurück, ein Volltank, wären 75, 80 Euro gewesen. Ja. Ihr müsst das mal in Relation setzen. Wenn Sie jetzt manche fragen, meine Rechnung von vorhin geht nicht auf, wo ich gesagt habe, 13 Euro 100 Kilometer. Ja, kommt drauf an, wie schnell man fährt. Also ich fahre viel Autobahn und da gibt man auch dementsprechend halt mal Gas oder Strom sozusagen, besser gesagt. Genau. Und dann variiert es halt. Also kann auch mit der ganzen Batterie auf 200 Kilometer nur kommen, wenn ich halt nur Vollgas fahre. Bei uns geht es ja zum Glück. Ja, das geht. Wenn du dann irgendwann mal eine Photovoltaikanlage hast, also Solarenergie selber einspeisen tust, wenn du mal ein Haus hast oder vielleicht hast du auch eins, das verraten wir jetzt nicht, dann kannst du ja selbst deinen Strom eigentlich erzeugen, so gesehen. Genau. Und einspeisen. Dann lohnt es sich noch mehr. Ja, das ist richtig. Also ich feiere es nach wie vor, das wissen meine Zuschauer, ich feiere Elektro, weil du sparst nicht nur, es macht Spaß, es macht anders Spaß. Die Performance ist nicht dieselbe. Wenn jetzt ein Benziner, keine Ahnung, 4-5 Sekunden braucht oder ein Elektro 4-5 Sekunden braucht, es ist nicht dasselbe. Das ist ein Unterschied. Es fühlt sich anders an. Also wenn man jetzt direkt aufs Gas geht zum Beispiel, du hast halt völlig, du hast halt direkt. Das war gerade heftig. Du hast direkt einmal voll. Kannst du jetzt gerade mal am Fahrrad vorbeifahren schnell? Genau das meine ich, das ist brutal. Keine Verzögerung halt, das ist geil an diesen Autos. Genau. Das war minimal angetippt. Ja, also der will schon. Ich sehe jetzt gerade hier vor mir auf der Karte, dass wir uns einer Autobahn nähern. Ah, okay. Also das klingt doch gut. 0 auf 100 Launch Control hat auch jemand gefragt, ob ich das mal filmen kann. Können wir machen. Oder ich kann auch jetzt gleich auf der Autobahn nochmal filmen. Solange wir jetzt die Strecke nicht gefunden haben, hat jemand gefragt, kann das Ding auch driften. Ist das jetzt ein Heckantrieb? Das ist ein Heckantrieb, genau. Das geht's das also. Haben wir noch gar nicht geklärt. Heckantrieb ist auch der einzige Taycan, wo Heckantrieb hat. Mhm. Alle Modelle drüber, 4S, GTS, Turbo, Turbo S haben Allradantrieb. Heckantrieb mit Zweiganggetriebe an der Hinterachse. Mhm. Genau, also wenn man hier mal die Traktionskontrolle ausschaltet, dann bin ich mir sicher, dass der auch quer kann. Habe ich selber noch nicht ausprobiert. Okay. Kann man bestimmt mal machen. Wir machen das jetzt aber nicht. Nein, das machen wir auf jeden Fall. Das machst du dann mit einem Instructor oder so. Genau. Der dir das zeigt. Genau.
Ich glaube, mit so einem Gefährt würde ich mir das auch nicht trauen. Ja. Links von uns eine Tankstelle, Leute. Das interessiert ihn gar nicht mehr, außer zum Trinken gehen. Ja, da schaue ich tatsächlich gar nicht mehr drauf irgendwie. Außer, weiß nicht, ob man da laden kann irgendwie, aber ich glaube nicht. Dafür gibt es dann extra die Ladesäulen irgendwo anders. Das ist doch aber auch ein Nachteil, dass du sie nicht immer direkt in der Stadt so eine Ladesäule findest. In der Stadt ist schwierig, also die sind häufig belegt. Ein Zuschauer hat gefragt, ob du mit mir auch tauschen würdest mit meinem Smart mal für eine Woche. Ja, ja, also Smart, mega cooles Auto. Jetzt nicht unbedingt immer auf Autobahn oder so, aber in der Stadt oder so stelle ich mir cool vor. Ich ist bin selber auch schon mal gefahren, ein Smart Cabrio. Ist schon irgendwie cool. Ich sage immer, in der Stadt perfekt, aber alles, was drüber geht, lässt man lieber die Finger sein. Ja, also ist nicht, weil ich einen Porsche fahre oder so, dass ich dann immer nur solche Autos mag. Also ich bin allgemein großer Autofan, egal welche Hersteller, welche Modelle. Begeistert mich allgemein für das Thema und von daher, klar. Weißt du, was mich immer interessiert und ich das aber nie gemacht habe? Die Soundanlage in den Autos zu testen. Ich habe auch extra meine eigene Musik mitgebracht, damit wir kein Urheberrecht verletzen. Ja. Und es wollte auch jemand wissen, wie die Anlagen sind von solchen Autos. Ja. Tesla weiß ich, dass der geil klang. Also bei denen klingt es sehr gut, bei den Teslas. Porsche habe ich eigentlich gar keine Ahnung. Ja, hier ist auch Basis-Lautsprecher verbaut. Also das Porsche Soundsystem. Dann gibt es nochmal Ausbaustufe für Bose. Ah, Bose geht auch. Also wenn ich jetzt die Preise sage oder so, nagelt mich nicht fest. Ich sage jetzt bloß ungefähr, wie es jetzt noch im Kopf hätte. Ich glaube, Bose dürften so um die 1500 gewesen sein an Aufpreis. Okay. Und Burmester hätte es dann auch noch gegeben. Da wäre man, glaube ich, bei 5000. Die sind sehr teuer und die hatte ich in meinem Mercedes. Das ist 9 Plus Ultra, was Soundanlagen angeht. Ich war so zufrieden mit meiner Musikanlage. Das war alles so krass gut abgestimmt miteinander. Ja. Also so eine Anlage habe ich selten gehört. Es gibt ja schon andere Hersteller, eben Bose, den Audio von VW, klingen alle gut. Burmester war für mich mit Abstand die beste Anlage, die ich je gehört habe. Kann ich nur empfehlen jedem. Ich wusste nicht, dass Porsche das auch verbaut. Das ist krass. Ja. Das hättest du dir überlegen müssen. Würde das nachträglich gehen? Bestimmt. Also ich habe mich damit nicht jetzt auseinandergesetzt. Also die sind ja eh schon so vorgefertigt, die Autos, dass du da alles irgendwie noch nachrüsten Prinzip kannst. Austauschen kannst, gell. Genau. Wir machen jetzt mal gleich einen Soundcheck. Ja, genau. Also von der Anlage, nicht vom Auto. Ach so, okay, weil ich wollte gerade sagen, die Autobahn ist gleich hier links. Ah, die Autobahn ist gleich hier? Oh. Leute, wir machen dann erstmal die Beschleunigung jetzt und dann kommt die Musikanlage. Freunde, halt jetzt mal aufs Tacho drauf. Ich hoffe, man sieht das. Ja gut, jetzt haben wir rot. Ja. Gutes Timing. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Auf dem Beifahrersitz ist es ja eh immer nochmal ein anderes Gefühl. Ja. Also als Fahrer oder so hast du ja eh nochmal ein anderes Feedback durchs Lenkrad und so weiter, wie du dich festhältst. Ja, da spürst du es immer nochmal. Ich glaube, es wird jetzt eh schwer, dass ich die Kamera halte. Okay, er geht wie ein typischer Porsche-Fahrer gleich in die Kurven. Das habe ich jetzt von dir nicht erwartet als vorsichtiger Fahrer, dass du so die Kurve nimmst. Dürfen wir auch nicht mehr. Du kannst so einen kleinen Überholvorgang, wenn es geht, mal zeigen. Das ist schon anders. Also sportlich kann man damit auch fahren. Also ich bin oft ein entspannter Fahrer, aber wenn jetzt mal die Straße frei ist oder so mal kurvige Landstraße, man sieht es ein oder so, dann kann man auch schon mal in die Kurven gehen. Also das mache ich schon gerne auch mal. Dann dieser Klang, richtig geil. Das ist jetzt einfach der Kontrast. Letztens GT4 Benziner gefahren und jetzt sitze ich einfach in einem Taycan Elektro. Ganz andere Welt. Ganz andere Welt, gleiche Hersteller, komplett anders. Unglaublich, was da Porsche geschaffen hat mit dem Auto. So aus dem Nichts, haben ja jetzt kaum E-Erfahrung gehabt, außer halt ihre Hybrid-Technologie. Ja. Da haben sie schon Glück gehabt, dass Rimac ja aus Kroatien noch ein bisschen mitgeholfen hat und so. Ah, der hat mitgeholfen? Genau. Ach genau. Was? Das wusste ich gar Porsche, nicht. Porsche hat ja dort seine Anteile. Ach so. Die sie auch immer stetig jetzt ein wenig ausbauen. Und der Marte Rimac, sorry, falls ich es falsch aussprechen sollte, der hat da auch mit seinen Fingerwängen im Spiel gehabt bei der Entwicklung. Ach so, genau. Ist das. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der seine Finger. Ich habe gedacht, der hält sich komplett raus, kümmert sich nur um sein Projekt. Rimac ist übrigens auch einer der schnellsten Elektrofahrzeuge. Wie viel? 1500 PS umgerechnet? Kann ich gar nicht sagen, aber es wird sich in dem Rahmen, also 1000 plus bis 2000. Bis 2000, extrem schnell auf jeden Fall das Auto.
ist ein kroatischer Ingenieur, glaube ich, der auch in Kroatien ansässig ist und glaube auch produziert das Auto dort. Sehr geiles Auto auch. Krasser Sportwagen. Kann ich mal mein Handy verbinden mit deiner Anlage? Und ja, dann sehr gerne. Kann ich mal meine lizenzfreie Musik abspielen? Ja, komm, verbind doch mal jetzt. Während der Fahrt nicht möglich. Nee, ehrlich jetzt. Vielleicht denken sie, dass ich das mache und die wollen ja, dass ich am Display rumspiele. Okay, Porsche, du kommst nicht in Frage. So, Leute, mal gucken, ob es dem Benny gefällt. Dann drehen wir mal auf. Jetzt kommt noch ein Lied. Ich habe endlich mal Lieder auf dem Handy, wo ich abspielen darf, weißt du? Da hört sich das gerade mal aus. Also für die Standardanlage klingt es gut. Kann sich nicht beschweren, ja. Reicht, reicht. Oh, hier ein bisschen Stimmung. Ja, perfekt. Also der Musiktest war schon mal tipptopp. Also wenn ich das jetzt nochmal so höre, muss ich sagen, ich glaube, den Aufpreis wäre es mir nicht wert. Aber ich habe jetzt ja den Vergleich nicht dazu. Aber ich finde es schon ordentlich. Burmeister ist natürlich, ist schon eine andere Liga. Hm? Muss ich zugeben. Jetzt ohne irgendwie blöd zu klingen. Ja. Aber ich verstehe dich. Wenn du irgendwie 5000 mehr zahlen musst, wäre es mir jetzt auch nicht wert. Ja. Weil dafür reicht es schon. Jetzt frage ich mich aber eine Sache. Wo könnte man 0 auf 100 Launch Control machen? Das wäre mal richtig brutal in dem Auto. Hm, Benny dabei. Denkt sich nur, verdammte Scheiße, ich wollte es eigentlich nicht machen. Jetzt hat er es wieder angesprochen. Also gegen Launch Control habe ich nichts. Wir machen es jetzt so. Wenn wir jetzt eine Stelle finden, wo es es anspricht, dann machen wir es da. Und in der Zeit beantworten wir natürlich noch die anderen Fragen. Genau, sehr gerne. So, eine interessante Frage. Wie reagieren eigentlich so Leute mit Supersportwagen? Wie Ferrari, McLaren, hast du da schon was festgestellt? Also bisher sehr gut. Ja. Das macht mich auch, also freut mich auch. Also nicht, weil ich die Anerkennung oder so bräuchte, sondern sagen wir es so, also ich bin schon immer ein großer Autofan, war immer an Straßen gestanden, ist mal Ferrari vorbeigefahren, gleich Daumen hoch gewunken und so, hat mich dann immer mega gefreut, freut mich auch für diejenigen, die das dann auch erreicht haben und so. Mhm. Und dann jetzt halt selber, dass es einmal passiert, das ist schon schön, weil man halt selber mal der Junge war, der anderen Daumen hoch gezeigt hat und so weiter. Ja. So auch immer letztens immer mal in der Stadt gefahren, ist ein Lamborghini Huracan neben uns gefahren. Ja. Gleich von selber Daumen hoch und so, das ist schon ein cooles Gefühl. Also dass man auch so selber weiß, okay, man hat was erreicht, was man sich schon immer gewünscht hat. Ist jetzt nicht natürlich das wichtigste und größte Ziel, aber es hat mich schon, also freut mich schon, ja. Wie lange hat es jetzt ungefähr gedauert, bis du mal deinen Traum erreicht hast? Wie gesagt, es war immer ein Traum, so ein Auto zu haben. Dass es jetzt halt in so jungen Jahren und so schnell und dann auch fast spontan klappt, war es nicht geplant. Mhm. Also man hat halt immer sein Geld zur Seite gelegt, geschaut. Also ich habe jetzt halt nie groß verschwenderisch, sagen wir mal so gelebt, dass man ein schönes Leben hat und dann halt den Rest immer zur Seite gelegt. Ja. Falls man dann mal größere Anschaffung haben muss oder halt meine Reserve, falls irgendwas Teures anfällt oder wie auch immer. Mhm. Und da hat sich ein bisschen was angestaut und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt so jung bin und das ist solche Autos, also das ist mein Leben, wenn ich sagen kann, also es ist ja nicht nur ein Fortbewegungsmittel von A nach B. Ja. Das ist es natürlich, also dafür ist ja ein Auto gemacht worden. Genau. Weil für mich ist es viel mehr, das ist Hobby, das ist Emotionen und das ist alles, was man dann da reinpackt und ich habe keine Kinder und sonst was. Hätte man sich fast denken können in dem Alter. Ja, genau, also weiß man ja nicht, aber genau. Heute sind wir mal zusätzlich noch ausgestattet mit einer hinteren Kamera, genau, die Benny bereitgestellt hat. Ich hoffe, man sieht uns. Bei so einem Auto interessiert mich zum Beispiel auch persönlich, wie ist eigentlich der Reifenverschleiß bei solchen Autos? Man hört ja, der ist ziemlich hoch durch das Drehmoment. Also vor allem an der Hinterachse, jetzt halt auch, wenn man halt dementsprechend viele Launch Control macht, ist der Verschleiß schon hoch. Also ich kann es jetzt noch nicht so hundertprozentig beurteilen, das ist jeweils noch der erste
ist das Winter oder ist das ein Sommerreifen? Winterreifen habe ich Pirelli P-Zero. Sommerreifen, das sind Michelin Pilot Sport 4 Reifen. Das sind eigentlich Top-Reifen, performance-technisch. Für die Klasse Autos eigentlich mit das Beste, denke ich mal, was man machen kann. Ja. Wie lange hast du ihn jetzt schon im Wagen? Seit Dezember. 18. Dezember letztes Jahr. Ah, okay. Also das werden wir sehen, wie der verschleißig dann merkbar macht. Aber ich denke, also, wenn man jetzt hat, das im Rahmen hält, eine Balance findet zwischen Sport und ja, ein bisschen ruhigeres Fahren, dann denke ich mal schon, dass die so zwei Jahre halten können, also so 20.000 Kilometer. Ja, das ist noch gut, wenn du das schaffst. Also denke ich mal. Ich glaube, bei mir wären sie alle 6 Monate ohne. Ja. Hat das Auto eigentlich so spezielle Funktionen, die wir noch erwähnen könnten? Oder fällt dir da gerade nichts ein? Spezielle Funktionen, also spezielle Funktionen, was man jetzt zum Beispiel in anderen Auto nicht hat. Also ich würde jetzt immer auf Nein festlegen, aber ich bin mal nicht 100%. Okay, dann lassen wir das mal stehen, Leute. Das könnt ihr dann beantworten, wenn ihr es besser wisst. Genau, also schreibt es gerne mal rein. Wenn ihr irgendwie was wissen wollt, wenn wir was vergessen haben. Und wir können das Video auch nicht eine Stunde lang machen, deswegen schreibt dann in die Kommentare oder schreibt mich oder ihn an, genau, wenn ihr was wissen wollt. Genau, ihr könnt mal auf mein Instagram schauen. Genau, verlinke ich noch. Ich sehe auch immer ein paar Reisen und Unternehmungen rund ums Thema Auto. Du hattest ja mir mal erzählt gehabt, du möchtest eventuell die Folierung ändern. Also ich habe den in Weiß genommen, wegen der Mission E-Studie, die damals rausgekommen ist. Dieses Konzeptauto von dem Taycan. Ja. Der wurde in Weiß vorgestellt und ich habe gedacht, wow, schaut krass aus. Ja. Brauche ich? Also falls ich mal so ein Auto fahre, was ich jetzt halt auch glücklicherweise tue, und habe ich das auch bestellt, also das ist jetzt Carrera Weiß Metallic. Mhm. Aber so historische Porsche-Farben, historische Racing-Liveries, die haben es mir schon sehr angetan. Ich habe jetzt mal an das Martini-Design gedacht, wo jetzt halt nochmal Oldschool und Moderne irgendwie so einen Kontrast darstellt und das verbindet. Ja. Was auch noch Farben sind, dieses Ruby Star Red. Rubinrot müsste das heißen, oder Meisenblau. Also das sind jetzt zwei so Porsche PDS-Farben, Paint-to-Sample-Farben, die ich gern so als Folierung hätte. Finde ich sehr cool. Du weißt, ersteres nicht so mein Fall. Nicht so der Fan davon, ja. Da würde ich ihn lieber weiß lassen. Ja. Ich finde, weiß passt wie die Faust aufs Auge. Aber jetzt kommen wir noch zu einer anderen Sache. Dein Kennzeichen ist ja sehr interessant. Ja, genau. Da haben auch einige so gefragt, ist das irgendwie so eine Anspielung auf Sticheleien von früher oder warum heißt es so kurz? Nee, das ist eine Anspielung auf meinen Namen tatsächlich. das ist mein Nachname. Also mein Nachname ist Kurz. Da ich ja aus der Gegend Kulmbach komme mit KU, war das möglich so zu wählen. Und das habe ich jetzt auch seit meinem ersten Auto schon. Und auch eigentlich jeder in meiner Familie, das ist so ein Markenzeichen. Ah, du hast schon länger das Kennzeichen? Ja, genau. Also auf meinem ersten Auto, das war ein Seat Ibiza, hatte ich Kurz 98, also auch das gleiche Kennzeichen. Ja. Das wurde dann aber geklaut. Nee. Ja, ärgerlich. Dann hatte ich Kurz 307 und dann auf meinem Audi A4, oh, Smart. Ein Smart ist stehen geblieben. Oh, war ja. Dann auf dem Audi A4, mein letzten Auto. Hatte ich dann Kurz 798. Das ist schon ein episches Kennzeichen, sieht man nicht alle Tage. Das kann man sich auf jeden Fall gut merken, wenn man das sieht. Dann sagt man immer, hey, guck mal, da kommt der Porsche Taycan mit Kurz-Kennzeichen. Ja, genau. Ich finde es auch immer lustig, dass in Deutschland immer E steht. Aber muss man auch nicht machen. Ach, das musst du gar nicht? Muss man nicht machen, nee. Ich würde es immer machen, hat nur Vorteile, also zum Beispiel in der Stadt. Ja. Kann ich jetzt so zum Beispiel oftmals in großen Städten kostenfrei parken dann. Genau, solche Ersparnisse. Ist ja eigentlich schon mal in der Zeit irgendwas Lustiges passiert mit dem Auto? Nichts großartiges Verrücktes, würde ich sagen. Also das Verrückte, was tatsächlich dann immer noch passiert, sind dann mal so Reaktionen von Passanten oder so, was mich auch immer erstaunt. Das habe ich sogar gespürt, als ich vorhin kurz eingestiegen bin, wie die Leute geschaut haben. Das war krass. Genau, also vor allem so die Gruppe von 10 bis 15, denke ich mal, so ein Alter, wo man eigentlich denkt, okay, haben jetzt halt nicht so viel mit Auto oder so, die setzen sich ja wahrscheinlich noch nicht so damit auseinander, denkt man fast, aber die haben immer die besten Reaktionen tatsächlich auf das Auto, dass dann mal von außen, von der anderen Straßenseite geschrieben wird. Ey, Bruder, gib mal Gas, großes Auto. Solche Geschichten oder so, das ist dann immer sehr amüsant und auch noch ungewöhnlich. Wir suchen immer noch vergeblich nach einer Straße. Wir machen es so, Leute, wir machen es nicht 0 auf 100. Einfach mal kurz vom Stand aus, einfach mal kurz beschleunigen.
bis auf 50, was wir dürfen. Hier rechts ist eine Seitenstraße. Wir machen es nicht Lounge, sondern Drive-by. Während der Fahrt. Wir gehen mal auf die Straße, weil auf dem Parkplatz ist das ein bisschen riskant. Wollen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wir machen es jetzt mal während dem Rollen einmal beschleunigen. Das wäre doch mal interessant. So, jetzt rollen wir mal nicht an. Jetzt drückt ihr mal kurz. Leute, es drückt schon gut. Reicht völlig. Ja, das wirklich. Also reicht völlig. Ja. Ja, Launch Control hätte ich schon gern gesehen. Scheiße. Da auf diese langen Geraden da hinten. Ah, das da. Ich glaube, wir haben jetzt gerade was entdeckt, Leute, das wo man mal Launch machen kann. Aus. Genau jetzt fährt jemand hier rein. Ach, komm jetzt. Ey, jetzt mal Launch Control rückwärts. Also Sportmodus muss aktiviert sein, um Launch Control zu machen. Also ich weiß nicht, die Leute wissen, wie das funktioniert. Wir müssen einmal das Fahrzeug in den Sportmodus schalten. Es geht einmal hier über das Pedal oder einmal hier über das Fahrzeugsettings. Mit dem linken Fuß Bremse komplett durchdrücken bis Anschlag, rechter Fuß komplett auf dem Gaspedal komplett durchdrücken, dann lockt es hier dann gleich, wenn wir das machen, einmal die Launch Control ein, fährt den Spoiler hinten ein wenig aus und dann kann man. Dann machst du das jetzt mal. Wie das klingt. Oh. Okay, okay, okay. Ja, das ist äußerst interessant. Hast du noch irgendwelche Fragen an mich? Aber nicht zu meinem Kanal? Nicht zu deinem Kanal. Oh. Was war deine Erwartung? Wurden die Erwartungen irgendwie übertroffen? Von was enttäuscht, was du gedacht hast, es könnte cooler sein? Nee, der Taycan ist eigentlich schon so, wie man sich ihn vorstellt. Ich bin ehrlich, ausstattungstechnisch hatte ich mehr erwartet, dass er hochwertigeres Material drin hat. Ja, aber du hast mir das erzählt, extreme Aufpreise, die man bezahlt, wenn man das macht. Ich finde es halt schade, dass Porsche es vom Werk aus nicht schon einiges bereitstellt, weißt du? Aber so wie du erzählt hast, musst du ja wirklich jede Kleinigkeit dazu buchen. Genau, also jetzt nochmal für euch. Dazu buchbar, also ich musste die Sitzheizung dazu buchen. Die ist in dem Auto nicht serienmäßig. Das Ladekabel für das E-Auto ist nicht serienmäßig. Die Servolenkung Plus ist nicht serienmäßig. Ja. Dieser Range Manager, der sorgt dafür, dass das Auto immer mit drauf achtet, dass du die möglichst weiten Reichweiten erreichen kannst und dann auch dementsprechend halt auch Tipps und so weiter gibt. Ja. Das ist was man dazu buchen muss. Man muss die Wärmepumpe dazu buchen, die ein bisschen im Blick hat. Was meinst du mit Wärmepumpe jetzt? Wärmepumpe, die ist dafür da, um die Batterietemperatur immer im Optimalbereich zu halten. Das heißt also, wenn es kalt draußen ist, versucht es die Abwärme zu nutzen, um die Batterie zu... Das musst du sogar dazu buchen? 850, glaube ich, kostet es dazu. Das ist ja Wahnsinn, dass man sowas dazu buchen muss. Also das ist ja natürlich jetzt, wenn man mal mit einem Tesla vergleicht, was viele sagen, ist der größte Konkurrent, ist da halt alles inklusive. Ja eben, das wollte ich gerade sagen, da steckt schon so viel drin für den Preis. Ja. Aber hier zahlst du ja, wenn du jetzt voll ausgestattet hättest, mit allem Schnickschnack, was hätte er gekostet? 150 bestimmt gekommen. Also ich habe es jetzt online tatsächlich auch nicht probiert, aber wenn man jetzt nimmt, jetzt sind ja so PTS-Farben im Programm, wo nochmal 8000 Aufpreis kosten, dann gibt es ja nochmal diese keramikbeschichtete Bremsanlage, dann nochmal Kohlefaserfelgen, also Felgen mit Kohlefaseraufsatz, dann gibt es ja dieses Olea-Leder, dann gibt es sämtliche Sachen, was man noch dazu buchen könnte. Okay. Und das schlägt dann ordentlich zu Buche. Okay. Ja. Das ist, was mich ein bisschen jetzt enttäuscht, dass man wirklich so viel Geld ausgeben muss, damit man ja so Basic-Sachen haben kann, wie bei anderen Autos eigentlich, die schon dabei sind. Ja. Aber ansonsten, das Auto von der Optik, Leute, ist eine Wucht, das Ding. Wenn der vor dir steht, da realisierst du eigentlich erst, wie lang und breit der Wagen ist. Ich muss zugeben, ein wunderschönes Auto. Hast du nichts falsch gemacht? Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir natürlich viel Spaß mit dem Auto. Ja, werde ich haben. Ich hoffe, du hast lange Zeit Spaß mit dem Wagen. Ja, werde ich haben. Und das glaube ich auch, man spürt das. Ja. Dann sind wir eigentlich am Ende angelangt. Wir haben soweit alle Fragen beantwortet. Falls die Zuschauer noch mehr Fragen haben, ihr wisst, was zu tun ist, fleißig kommentieren. Der Benny liest natürlich nach, ich auch. So machen wir das. Ich bin da mal fleißig dabei, ich gucke immer, was ihr schreibt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, haut mir mal ein Abo rein, gebt mir ein Like und schreibt natürlich in die Kommentare. Das ist wichtig für meinen Kanal. Danke nochmal, dass du gekommen bist, Benny. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, dass das so geklappt hat. Wir suchen uns jetzt mal noch was zu futtern. Das machen wir. Trink noch was, wenn du Zeit hast.
und dann gehen wir beide nach Hause, beziehungsweise du. Bei mir ist das Problem, ich bin mit der Bahn, ich weiß nicht mehr, ob ich nach Hause komme jetzt, ja, weil alles sich verschoben hat heute. Aber Leute, ich nehme das in Kauf für euch. Ich übernachte wahrscheinlich hier und gehe morgen noch in die Stadt oder so. Würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.